Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch den Feuerwehrjob auf Nordhof Hamburg. Könnt ihr hier auf dem Handy markieren, dann fahrt ihr hier hin, stellt, das ist das Feuerwehrgebäude, stellt euer Fahrzeug normalerweise da oder da auf dem Parkplatz, mache ich ja jetzt nicht. Da müsst ihr in diese Tür hier links reingehen und zu diesem Männchen E drücken. Da seht ihr dann den Feuerwehrjob. Dann geht ihr auf Schicht starten und dann bekommt ihr schon in die Hotbar die Sachen, die ihr schon freigeschaltet habt. Es gibt relativ viele Sachen. Also es gibt ein paar Sachen, die hier noch machen können. Leitkegel und Warnbarken könnt ihr noch freischalten, wenn ihr mehr XP habt. Ich habe nicht mehr XP. Ich kann mir deswegen auch nur den Standard, das Standard HLF mehr holen. Es gibt drei Fahrzeuge, die ihr mit XP freischalten könnt und einmal das Quad, was ihr mit dem Game Pass freischalten könnt. Außerdem gibt es noch den Job als Einsatzleiter, darum kümmere ich mich jetzt aber nicht. So, ich spawn hier unser Fahrzeug. Es gab eben den ersten Brand, weshalb ich jetzt eher ein bisschen warten muss. So sieht das Fahrzeug dann aus. Wenn ihr Lichter macht, habt ihr hier im Kühlergrill so schöne Frontblitzer und oben zwei Lichter. Das ist das Standardfahrzeug. Ihr könnt das Licht aktivieren. Da geht hinten und an den Seiten dann dieses Licht an und aus bei Bedarf. Und ihr könnt natürlich die Blinker haben. Hinten sind das so kleine Schlitze. An den Seiten hat man nur an der Tür diese und vorne relativ große. Wenn ihr F drückt, könnt ihr natürlich das Blaulicht anmachen und mit R und T unterschiedliche Sirenen wählen. Jetzt hier drin erstmal auf einen Einsatz warten. So, wenn ihr noch RP spielen wollt, könnt ihr euch hier auf Stühle setzen oder auf die Couch. Der Fernseher funktioniert nicht, soweit ich weiß. Natürlich hier auf die Couch, ein bisschen mit den anderen talken oder in den Besprechungsraum gehen. Der sieht halt, ist halt relativ Standard, ne? Was man jetzt normalerweise in der Hotbar hat, ist einmal das Handy normalerweise, die Taschenlampe, der Feuerwehrschlauch, den müsst ihr an einem Hydranten anschließen, das zeige ich euch gleich. Eine Leiter, die könnt ihr aufstellen und hochklettern natürlich. Und das Feuerwehrband, das habe ich mir aber mit XP freigespielt. Ich glaube 200 XP waren das. Das könnt ihr hier dann so langziehen bei Einsetzen, wenn ihr es wollt. Müsst ihr nicht machen, ist natürlich aber ein schönes Detail. Während wir auf einen Einsatz warten, zeige ich euch nochmal hier hinten den Feuerwehrschlauch. Dann geht ihr einfach hier rauf, drückt E und dann könnt ihr mit der linken Maustaste Feuer löschen. Ich würde dafür immer in die Ego-Perspektive gehen, um gut ziehen zu können. Da müsst ihr aber selbst entscheiden. Ihr könnt dann wieder hier trennen oder ihr könnt einfach den Schlauch wegstecken. Hier ist ebenfalls eine Tankstelle. Mit der könnt ihr eure Fahrzeuge dann auftanken. Die kostet aber trotzdem Geld. Warum schiebt ihr jetzt mein Fahrzeug raus? Wie ihr seht, ist ja hier auf dem Dach sind da noch Leiter. Mit denen könnt ihr jedoch nichts anfangen. Die sind nur zur Dekoration. So, jetzt beginnt unser erster Einsatz. Normalerweise klingt hier auch eine Nachricht. Es ist ein Containerfeuer Feuer beim Hafen ausgebrochen. Da fahren wir jetzt erst schön über die, was ist das, Schnellstraße, whatever, hin. Und hier sehe ich jetzt noch nicht. Wie ihr gerade gesehen habt, das HLF fährt nur 95 km/h, was jetzt nicht gerade schnell ist, würde ich sagen. Ah ja, da sehe ich das Fahrzeug. Das Feuer. Ich mache mal das Licht an und dann stelle ich mich hier hin. Jetzt muss ich einmal hier am Feuer langlaufen. Auf der anderen Seite, die Hydranten sind nämlich auf der Seite hier. Deshalb habe ich auch gerade gesagt, dass ich die falsche Seite gefahren bin. Denn man kann nur da hinten sonst reinfahren. Oh, komm, sprint schon. So, wenn ihr jetzt beim Feuer da seid, könnt ihr wieder euren Schlauch rausholen und an Hydranten anschließen. Und dann müsst ihr einfach den Wasserstrahl einfach aufs Feuer richten. Manchmal backt das ein bisschen. Da müsst ihr drauf auch gucken, ob die Partikel wirklich so kleiner werden und verschwinden. Wenn nicht, müsst ihr ein bisschen euch bewegen bzw. den Feuerschlauch bewegen. So, wie ihr oben rechts schon seht, bekommt man pro gelöschtes Feuer 7 XP. Das heißt, man bekommt schon relativ gut XP zusammen. Der hat mir gerade einfach eiskalt meine XP gestealt, dieser blöde Mensch. Was ich sagen wollte, das sieht mir die ganze Zeit meine XP, der Mensch, ey. Ja,
Man bekommt zwar relativ viel XP dafür, dass man das Feuer löscht, jedoch ist es halt so, dass man auch einfach, hat das mir nicht gesehen, dass man relativ lang warten muss auf ein Feuer. Also muss man halt sehen, ob sich das für einen lohnt oder nicht. Wenn man über die Bezahlung redet, die Bezahlung liegt bei einmal. Das heißt, es ist jetzt nicht, es ist halt das Normale. Nicht so viel wie beim LKW-Fahrerjob oder als Verkehrspolizist. Das Feuer ist jetzt gelöscht und wie man oben links sieht, wir haben jetzt 91 XP bekommen. Das ist schon ordentlich, finde ich. Und jetzt kann man wieder zur Wache zurückkehren. So, wie bei jedem anderen Job auch, muss man sich auch beim Feuerwehrjob an die Geschwindigkeits- und allgemeinen Verkehrsregeln halten. Das heißt, man darf nicht über Rot fahren und man darf nicht schneller als die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung fahren. Sonst bekommt man minus CP. Minus CP habe ich ja schon oft genug erklärt. Minus CP entscheidet auch, wie viel XP du am Ende nach deiner Schicht bekommst, also wie viel Prozent davon. Ja, da habt ihr es jetzt nämlich gesehen. Ich bin zu schnell gefahren und habe dafür minus 5 CP bekommen. Das heißt am Ende auch minus XP. Das zeige ich euch jetzt einmal. Wenn ihr euch nämlich merkt, hier oben steht 106 XP und hier nach Abzug bekomme ich nur noch 101 XP. Das heißt, darauf müsst ihr achten. Geld bekommt man auch ganz okay. Geht natürlich mehr, wenn man sich mal den Verkehrspolizisten oder LKW-Fahrerjob anguckt. Aber ich bin allgemein zufrieden. Ihr beendet nun die Schicht hier und dann wird euer Fahrzeug, wie auch beim Sanitäter oder RTW-Besatzung, hier gespawnt. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und ja, ciao.